damit, dass nicht nur Segelflugzeuge da fliegen, auch solche Kriegsflugzeuge nachgemacht, damit sie ohne Motor auch dort dieses Erlebnis haben, ein Kampfflugzeug zu fliegen. Naja, gut, es muss eben alles geben. Und das wird jetzt da hochgeschleppt und wird eben gerade ausgeklinkt. Und dann segelt es zur Erde zurück. Damit demonstriert hier, wie man so ein Kampfflugzeug auch motorlos fliegen kann. Also wie gesagt, sonst an der Küste, an den Steilküsten geflogen und jetzt hier hochgeschleppt von einer Wilga und hier auf den Platz gezogen. Thema durch. Wunderschön leise, ja. Wunderschön vorgeflogen. Mhm. Und es ist jedenfalls ein wenig bei drin. Ja, hinten haben sie den Ventilator schon angemacht, damit es hier ein bisschen luftiger wird. Das ist natürlich Herr Ohls, natürlich. So, und dann startet noch eine Piper Cup. Eine richtige Piper. Das ist eine Cup, das ist gar keine Cup, glaube ich. Egal, ist eine Piper, Cup heißt sie, nicht Super Cup. Ja, die Oberringstaffel kann sich, soweit die Sender schon da sind, fertig machen. Also bitte die Oberringstaffel zusammensetzen. Die Oberringstaffel, fertig machen. Und hier noch heute eine ganz besondere Maschine, eine ISEC-25, die, wie ich über heute schon erzählt habe, zum Beispiel Hanna Reitz geflogen hat und die Frau, die Gummipräparate da entwickelt, die heißt die Beate Use, die ja auch sich damals mit der Fliegerei beschäftigt hat, hat von lauter Falschen gelegt, aber nur noch interessant. Und das ist nur, wenn man früher mal fliegerisch tätig war. Hella Beinhorn, Hanna Reitz, das sind so die Namen, die damals mit diesem Flugzeug rumgeflogen sind. Allerdings sind die nicht so rumgezogen wie diese Maschine. Die fliegt mir nicht ganz originalgetreu, aber die konnte es im Prinzip auch schon mal eine Rolle fliegen. Und sie waren nicht ganz so schnell. Die sind übermotorisiert, also nicht ganz originalgetreu nachher gefunden. Und die flog damals sehr, sehr langsam.